Majis Music ist startklar, Waikita ebenfalls. Ashiana kommt jetzt in Position. Und jetzt warten wir noch auf Sky, Full of Stars. Alle sind in Position und da ist der Starterfolg zum Jubiläumspreis der Wohnungswirtschaft. 2000 Meter die Distanz. Wer geht nach vorne? Wallata an der Bahn, Mitte in den Wiedinger Farben mit Valuga innen in den Auen, im Auenqueller Dress. Dahinter dann Sky, Full of Stars außen in dritter Position und dritter Spur vor Juliana. Dahinter sieht man dann Waikita mit Pemina vor Honey Honey und dann sieht man Prima Violetta an der Außenseite, Ashiana mit Anna Magnolia und am Ende des Feldes galoppiert Majis Music. So marschiert das Feld in die Gegend gerade hinein. Valuga mit knapp einer Länge an der Spitze. Vor Wallata in zweiter Position. Juliana ist innen dritte dicht auf. Vor Sky Full of Stars außen in der zweiten Spur. Das ist das führende Quartett. Dahinter dann Pemina mit Waikita vor Honey Honey und dann Prima Violetta deutlicher zurück. Ashiana mit Anna Magnolia und Majis Music am Ende des Feldes. Es sind noch etwa 1200 Meter zurückzulegen. An der Spitze ist jetzt an der Außenseite Sky Full of Stars mit Wallata in zweiter Position. Valuga jetzt drittes Pferd, Juliana dahinter an der Innenseite vierte. Dahinter sieht man dann Pemina vor Waikita, Honey Honey, Prima, Violetta und dann zurück. Da galoppieren Ashiana vor Anna Magnolia und Majis Music. Aber vorne Sky Full of Stars an der Außenseite vor Wallata. Die beiden, die können sich deutlich lösen. Dahinter dann Juliana auf dem dritten Platz. Jetzt geht es gleich in den Einlauf hinein. Wallata innen und Sky Full of Stars. Sky Full of Stars im Vorteil vor Wallata. Wallata durch den Kurvenvorteil jetzt wieder an der Spitze. Sky Full of Stars greift jetzt an und geht an die Spitze. Sky Full of Stars ist weiter vorne. Sky Full of Stars mit dem Kommando dahinter dann. Pemina setzt jetzt nach, noch 300 Meter. Sky Full of Stars mit Juliana und Pemina an der Außenseite. Prima Violetta und Ashiana wird jetzt auch stark. Ashiana an der Außenseite vom letzten Platz mit Prima Violetta. Prima Violetta und Ashiana. Ashiana. Ashiana vor Prima Violetta. Ashiana. Gewinn, fast vom letzten Platz, dahinter Prima Violetta, dahinter dann Sky Full of Stars, Pemina und Majis Music kam auch von ganz hinten, dann Juliana und dann sah man Honey Honey mit Waikita und dann Wallata mit Anna Magnolia und Valuga. Ging ja noch weiter und ich bin ja in Hamburg geblieben und wir haben erstmal mit den Leuten, die da waren von unserem Stall, wir hatten einen Bus gemietet, wo jeder mitfahren konnte von Röttgen aus nach Hamburg, haben wir gefeiert und natürlich mit meinem Chef, Herrn Dr. Paul, dem Vorsitzenden der Mehl-Mühlen-Stiftung und Frank Dorf, unserem Gestützleiter, haben wir abends dann gefeiert mit dem gemeinsamen Essen, erstmal auf der Bahn schon und dann abends noch mit dem gemeinsamen Essen, aber es wird natürlich auch noch für alle Mitarbeiter, auch die nicht dabei sein konnten in Hamburg, noch eine spezielle Feier geben hier im Schloss in Röttgen. Und ja, dann werden wir das nochmal ausgiebig feiern. Und das Ganze ohne Alkohol. Alle freuen sich drauf. Ja? So, nochmal einen herzlichen Applaus für den Derbysieger und für den Trainer Markus Klug. Ein äußerst sympathischer Vertreter seines Fachs. Und jetzt gibt's Champagner für den Trainer. Und Möhren und Äpfel nochmal für den Derby-Sieger 2017. Das war ein unfassbar dramatisches Rennen mit einem tollen Ende. Und er genießt das. Und ich glaube, der hat richtig Lust auf was eigentlich? Auf den ganzen Korb, habe ich so den Eindruck. Ja? Ja, das ist ein Sieger, wie er im Buche steht. Ein wunderschöner
dreijähriger Hengst, der sicherlich uns noch viel, viel Freude machen wird. Und schön, dass das auch für das Gestüt Röttgen nach so langer, langer Zeit mal wieder funktioniert hat. Also große Freude hier in Köln über den Derby-Sieger. Und er hat einen gesunden Appetit, wie ich den Eindruck habe. Ja, das ist auch was wert. Also Sie sehen, das Pferd ganz sicher hier wieder, so hoffen wir jedenfalls, und in Baden-Baden sowieso. So, dann darf der Derby-Sieger gleich auch wieder nach Hause. Und ich finde, meine Damen und Herren, wir sollten das nochmal gebührend feiern mit einem Applaus für Windstoß und für Markus Klug und das gesamte Team.